Herzlich willkommen, Entrepreneure. Jetzt mit der dritten Frage vom Osterwalder. Es geht um die Bewertung des Geschäftsmodells. Und die Frage lautet, wie schaut es mit Vorauszahlungen ein? Zahlen die Kunden im Voraus? Das ist natürlich wunderbar. Ich kenne es bei mir aus dem Seminargeschäft. Wenn ich öffentliche Seminare anbiete, bezahlen die Kunden im Voraus, bevor sie am Seminar teilnehmen. Dell hat es auch wunderbar gemacht. Die haben also das so organisiert, dass man auf der Internetseite seinen Rechner zusammenstellt, dann bestellt man ihn, bekommt die Rechnung, bezahlt die und dann beginnt Dell eben das zu produzieren. Liefern das dann aus. Also die Frage mit der Vorauszahlung. So, das ist die dritte Frage. Bis bald zu der nächsten Frage. Ciao.